Hallo? Spreche ich mit dem Catering-Service? Ja, bitte? Sie haben vergessen, die Löffel zu liefern. Was unterstellen Sie mir da? Gucken Sie doch mal ganz genau nach. Na gut, aber... Au! Au! Hey! Reingefallen. Seltsam. Aufgelegt. Tja. Oh, ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Ui. Großartig. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Ganz genau, das will ich doch meinen. Lieber nicht. Poloschläger verkeilen sich immer in der Besteckschublade. Das wäre schlecht. In diesem Bild spielt Captain Unbrauchbars Röntgenbesteck verrückt. Hallo? Okay, das hatten wir schon. Au! Zählen Cocktailschirmchen eigentlich auch zum Besteck? Ich wüsste nicht. Aha! Inspektor Konrad hat den Fall gelöst. Die Gabeln waren gezinkt. Aber die Schirmchen würde ich schon in der Besteckschublade aufbewahren. Das wäre nicht... So kann ich das Quietschen reparieren. So, Autsch. Jetzt quietscht es wieder. Hat das Quietschen repariert? Ach, ich habe von der Freiheit gekostet und einen Vorgeschmack bekommen. Aber ich habe noch nicht aufgegessen. Ein lyrischer Ausschweife hier. Von der lieben Edna Konrad. Ich weiß nicht. Zählen Strohhalme zum Besteck? Ich würde sie trotzdem mit reinlegen. Nichts in der linken Hand. Nichts in der rechten Hand. Und nun, werden Sie Zeuge, wie ich das Cocktailglas in diese Schublade lege? Und anschließend wieder heraushole. Bravo. Bravissimo. Großartig. Jo. Topflappen. Ich habe Topflappen. Großartig. Wenn du eine Antwort auf die Frage hast, warum ich das hier tue, dann hast du Glück. Denn du hast etwas, das ich niemals haben werde. Das und den ersten Strohhalm-Topflappen der Welt. Ja. Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du okay. Und ich. Ach, Harvey, das war süß. Wie du meinst. Okay. Namen draufgeschrieben. Jo, Speiseplan. Spüle. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Bestimmt nicht. Nass schreibt er nicht mehr. Ist kein Wasserfüllstift. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Das soll er mal schön machen. Jo. Jetzt blitzt und blinkt die Marke noch heller. Großartig. Ich will jetzt nicht alles mit einem Maus probieren. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein!
Der Speiseplan, den müssen wir uns noch angucken. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Dann müssen wir ihn wohl füllen. Schau mal an. Können wir nicht. Handtücher. Handtücher, Schmanntücher, Fitzi-Fatzi-Pfanntücher. Ein paar Handtücher mitnehmen. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Oh je. Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frottee. Na sowas. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, nicht hier ist. Ja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt ja kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht. Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Alles klar. Zur Tür. Oh. Ich habe den Essensraum. Senf. Und Ketchup. Das heißt Ersehnter. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Geh zur Tür. Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Ja. Oh. Ja. Ach. Hier kommen wir dann wieder raus. Ach so, darüber, da geht's lang. Alles klar. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Das wird uns der Puki doch erzählen. Ach, Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Ich glaube, einen von denen habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass das ein Kindheitstraum von mir gewesen ist. Die Gespräche mit den Gemälden, die sind genial. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Unvergesslich. Scheiße. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, nur zwei Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit und wir zusammen oft im Billardsalon waren. Und da ist auch dieser Song entstanden hier. Ach, der Song. Ein großartiger Song. Ein geiler Song. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Kopf, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus. Ich spür den Copyright-Claim schon. Um durch die Veranda-Tür einzusteigen, mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau.
genau. Und dieses eine Mal würde ich sie ihm zeigen. Und so habe ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt. Und jetzt alle. 1:0 für mich. Psychologischer Sieg. Geiles Lied. Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Jo, der komplette Song, den gibt's auf YouTube. Vielleicht finde ich den gerade mal schnell, dann kann ich ihn in den Stream-Chat packen. Ansonsten in der Videobeschreibung vom Part verlinkt, wenn ich dran denke. Psychologischer Sieg heißt der Song. Psychologischer, ich kann nicht schreiben. Sieg. Den gibt's auf jeden Fall, den gibt's. Klar doch, hier. Das ganze Lied. Jo, hier ist es. Nach dem Streamer anhören. Erst nach dem Stream. Und erst nach dem Part. Jo, 2-3 Minuten haben wir noch. Reden wir noch mit den Gemälden. Das muss. Nicht benutzen. Reden mit Sigmund Freud. Uhu. Oder? Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Tja. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die. Sonst gebt ihr Sigi ein paar Watschen hinter die Gorschen. Was? Buh! Ich spüre seinen hypnotischen Traumblick. Hui. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Tja. Was hältst du von Sigi Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Dann müssen wir ja ganz leise sein. Das wäre nicht so gut. Sigmund lässt sich nicht benutzen. Von niemandem. Das ist großartig. Nein, ich will Herrn Freud nicht nehmen. Ich schon. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Meinst du? Der große Deuter Jung. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Jo. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Poloschläger. Ich poloschlägerte arglos vor mich hin, als ich plötzlich merkte, ich bin ohne Hose zum Polospiel gekommen. Aha. Dengel. Und hier. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Poloschläger. Okay, das kommt. Ja, okay, verstehe. Na dann. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby digital zu träumen. Das ist ja großartig. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Zickzackschere. Ich hatte keine Zähne mehr. Aus den leeren Zahnstümpfen klang seltsame Musik. Ein seltsamer Traum. Auf alle Fälle. Ich habe mal geträumt, das Glas sei halb voll. Als ich aufwachte, hatte ich Durst wie nie zuvor.
Ich habe mal geträumt, das Telefon würde klingeln. Ich wollte den Hörer abnehmen, aber der Telefontisch war zu hoch. Und Mama war nicht mehr da, um mir zu helfen. Oh. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Fußnagel. Ich wurde von einem Fußhammer in Dr. Fußmarcells Fußsarg geschlagen. Aha. Gibst du mir eine Unterschrift, Karl Gustav? Nenn mich ruhig CG. CG? CG. CGU? CGI. Ja. Gibst du mir eine Unterschrift, Sigi? Für die immer noch erfreut. Ja, ich bin auch sehr erfreut, Mann. Herr. Hermann? Herr Freud. Herrje. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich auf diese Weise an seine Unterschrift gelange. Glaube ich auch nicht. Großartig. Das Gemälde beschmieren. So muss das. Und bekürzen. Sehr schön. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tube Senf. Die extra scharfe Sorte. Mir tränten die Augen. Je stärker die Tränen flossen, umso bitterer wurde der Geschmack. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Und dann weiß. Solche Buh-Rufe hier? Buh! Genau solche. Ich habe mal geträumt, ich sei ein alter Mantel in einem Schrank. Und da war auch ein kleines Mädchen in dem Schrank. Ich wollte sie trösten, aber sie hatte zu viel Angst. Okay, dann haben wir ja hier alles durchprobiert. Na dann. Ein wunderhübsches Bild zum Abschluss. Na dann, ich würde mal sagen, beenden wir diesen Stream an dieser Stelle und diese Aufnahme. Machen wir Schluss. Ich habe die Stunde jetzt voll. Sogar ein bisschen überzogen. Na dann. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da auf meinem Kanal. Wenn ihr neu seid, schaut im Podcast vorbei. Neue Folgen vom Podcast online. Ja. Habe ich alles gesagt. Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Und ja, teilt dieses Video, diesen Stream. Naja, diesen Stream, das macht jetzt relativ wenig Sinn, aber diese Parts, wenn sie dann veröffentlicht werden, allen euren Freunden, Verwandten und Bekannten weiter. Und ja. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Topflappen. Ich konnte alles anfassen, egal wie heiß es war. Kerzen, Kaminfeuer, die Sonne, von der Treppe fallende Kinder. Ja. Okay, man sieht sich. Ciao, ciao.